gut. Aber sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich hab die Schwanger von den Leuten noch nicht gesehen oder so gemacht, aber das wär's. Der Nahrung wird niedriger Drehzahl. Dann ist es sicher, und wir haben es gestern schon gesagt, man kann nur am Verstand der Fahrer appellieren, dass sich da in Zukunft alle Stadtgebiete anbauen, dann macht das Spaß, dann ist es sicher. Der Anno macht gerade eben mal auf den Zweig, wo es nicht geht, da ist kein Steigbegriff, da nimmt man eine Ackerschule gar nichts. Das ist dann doch sehr unsicher, wenn so ein Traktor dann mal aufsteigt. So, die nächsten Klassen, 3,5 Tonnen und Chance für den Arion, hier vorne mitzufahren. Thank you.
12:46. Der macht Spaß, haben wir gestern schon gesehen. Los geht's, Hill 12:46. Malte! Bitte auf der anderen Seite einreihen.
spielen, wir müssen die lange halten. Wahrscheinlich wird das nicht mehr was, weil dann alle lange hochkommen. Die Hubraum am Start mit Traktoren vom Niederrhein. Findest du das hier im Schlagessort und hier ein Power mit ca. 5-600 Wettkampf jetzt. Hat hier bei der ersten Grenzwahreinstellung ein unfassbar schnellen Bull-Bull hingelegt. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Mit etwas Stärke im Gepäck. Liebes Publikum, wenn es läuft, dann läuft's von Life Power! Eine Sievers! Mega! Full! Ja, da muss er in der Bahnmitte noch mal ein bisschen korrigieren. Fährt einen unglaublich schnellen Gang und ich glaube, das ist schon der kleinste, den er da im Getriebe hat. Black Beast von André Wiedenhoff ist mit dem großen Heiz 80 Turbolader unterwegs. Leistungstechnik. Auf Niveau zu halten. So gesehen hat er noch ein bisschen was gebracht.